Was ich nicht mehr mache, nicht sehend, ist Rennradfahren und Rodeo reiten. Mein Name ist Jette Förster. Ich komme vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, um heute hier die Fragen zum Thema, wie lebt es sich als blinder Mensch, beantworten zu können. Ich bin selber blind und das seit 5 Jahren im Zuge einer Autoimmunerkrankung hatte ich immer wieder Entzündungen in den Augen, die eben dazu führten, dass ich heute nicht mehr sehen kann. Ist es für dich und andere Menschen mit Sehbehinderung teilweise unhöflich, wenn man ihnen Hilfe anbietet, Fragezeichen, das dann wirklich aus netter oder denkst du dir? Anführungsstriche, Mensch, das kann ich alleine, denkst du, ich schaff das nicht, Fragezeichen, Anführungsstriche. Wenn ich es jemandem anbiete, darf ich dir helfen? Brauchst du, darf ich dich unterstützen? Darf ich dich, wie auch immer man das funktioniert, aber die Frage ist, darf ich dich? Das ist was anderes wie, hier, ich helfe dir mal, weil du siehst so hilfebedürftig aus. Oder grundsätzlich sind Menschen eben mit Sinnesbehinderungen oder anderen Behinderungen, die brauchen immer Hilfe. Was geht einem durch den Kopf, wenn man erfährt, dass man erblindet, Fragezeichen, was war Ihre größte Angst und wie haben Sie sie überwunden, Fragezeichen? Ich war jemand, der das nicht wusste, was mit seiner Augenerkrankung wird. Und ich habe mir auch nie Gedanken darüber gemacht. Dieses, ich bin traurig darüber, dass mich das jetzt so trifft, hatte ich auch. Mir war aber immer klar, das bringt mich nicht weiter. Ich kann nicht sagen, dass das Angst war, aber ich glaube, das Schwierigste für mich und auch all meine Klienten ist, Hilfe anzunehmen. Mein Sinn funktioniert nicht mehr so wie bis jetzt und das hat für mich Konsequenzen in meinem Alltag. Und wenn man dann weiß, welche Beratungsstellen helfen mir über diese Zeit und begleiten mich in dieses neue Leben, dann habe ich die Chance zu lernen, damit umzugehen. Versuchten Sie sich extra alles einzuprägen, bevor es komplett dunkel war, Fragezeichen. Ja, ich weiß, dass oft geglaubt wird, blinde Menschen zählen Schritte. Blinde Menschen sind nicht in der Lage, etwas, was auf A steht, wenn das nachher auf B steht, überhaupt erkennen zu können. Das ist nicht der Fall. Ich brauche Schulungen, Orientierung und Mobilität. Wie bewege ich mich sicher im Straßenverkehr? Ist da das größte Thema meine eigene Sicherheit? Dann gibt es die lebenspraktischen Fertigkeiten, die Schulungen. Das heißt, die machen mich fit, dass ich mich in meinem Haushalt zurechtfinde, dass ich mit meinem Herd umgehen kann, dass ich meine Socken geschickt voneinander trennen kann, dass ich sie sozusagen nach dem Waschen wieder zusammenführen kann. Selbst wenn ich 5 verschiedene Shampoo-Flaschen im Badezimmer habe, die alle gleich sind. Auf dem einen rupfe ich halt hinten das Schild ab, dann weiß ich, ah, das ist schon die. Bei dem anderen knicke ich dann eine Ecke vom Schild um und im nächsten ritze ich oben was in den Deckel ein. Wie du die täglichen Aufgaben erledigst, interessiert mich, Doppelpunkt, Haare machen zum Beispiel oder Kleidung anziehen, Fragezeichen. Ja, da würde ich ganz salopp sagen, wie jeder andere auch. Ist das Leben in ständiger Dunkelheit bedrohlicher, Fragezeichen? Das ist so ein nächster Irrglaube, dass es bei blinden Menschen dunkel ist. Es ist nicht, wie es oft im Film benutzt wird, ein blinder Mensch. Wenn ich jetzt aus der Perspektive des blinden Menschen etwas sehe, dann sieht man ja meistens ein schwarzes Bild. Für mich ist das aber ein Mittel, dem Sehenden zu erklären, beim Blinden ist kein Bild. Aber kein Bild heißt noch lange nicht, es ist schwarz. Keine beängstigende Dunkelheit, wie sie ein sehender Mensch hat. Mich würde interessieren, ob Sie trotz Blindheit gerne tanzen, Fragezeichen, oder ob einem da eher schwindelig wird, weil man die Orientierung verliert. Natürlich tanze ich gerne, dann, wenn ich auch einfach Lust am Tanzen habe. Bei geburtsblinden Menschen höre ich nämlich, ich tanze nicht, weil ich nicht weiß, wie das aussehen muss. Ich erkläre denen dann, naja, das sieht bei allen ein bisschen ulkig aus und wie würdest du es dann machen? Und dann sprechen wir schon darüber, dass die Wahrnehmung vom Tanzen durchaus das Rhythmusgefühl dennoch genauso gut da sein kann, ohne dass ich ein visuelles Feedback habe. Und mit diesem Schwindel, ja, was ich nicht mehr mache, nicht sehend, ist Rennradfahren und Rodeo reiten. Vermisst du es, Dinge sehen zu können, Fragezeichen? Man vermisst schon gerade Familienangehörige, gerade Kinder in der Familie, die man noch gesehen hat und die man jetzt nicht mehr sieht, wenn sie größer werden, wie sie sich verändern. Das ist schon was man immer mit einem weinenden Auge, zumindest ich, hinnehme. Auch meine Blindenführhündin. Also ich habe natürlich Bilder von ihrem Kopf, aber ich weiß natürlich nicht, ob die mit den visuellen Bildern übereinstimmt. Ne? Und das kann ich dir auch nicht abgleichen. Wie sehr achtest du auf dein Aussehen im Vergleich zu früher, Fragezeichen? Das hat sich für mich nicht verändert.
Ich bin da ein und derselbe Mensch. Das Blindsein, das ist ja auch nur ein Adjektiv zu meiner Persönlichkeit. Ein Merkmal zur Person Jette Förster ist, dass sie jetzt blind ist. Aber da gehören ja noch ganz viele andere dazu, die sich auch nicht geändert haben. Und beim Aussehen lege ich jetzt nicht weniger und auch nicht mehr Wert drauf.